mit Osnabrück und Remscheid. Osnabrück vor diesem Spieltag heute Tabellensechster. Und eigentlich eine leichte Aufgabe von der Papierform her, wie das so schön heißt, Remscheid der Aufsteiger. Und Osnabrück hat die letzten 5 Spiele allesamt gewinnen können. Aber mal schauen, wie es heute ausging. Unser Reporter ist Andreas Keckel. Der Rubel rollte an der Bremer Brücke. Endlich mal nicht gegen den Abstieg spielen, stattdessen nach der Siegesserie des VfL die Aufstiegsrunde greifbar nah. Und schon ist die Fußballregion um Osnabrück mobilisiert. 18.000 Zuschauer, das Stadion fast ausverkauft, das gab's hier zum letzten Mal vor 2 Jahren. Never change a winning team, das Motto von Osnabrücks Trainer Uli Sude. Zum 6. Mal in Folge heute seine Mannschaft unverändert. Die Gäste aus Remscheid in hellblau von rechts nach links, ohne den verletzten Viktor Bridaitis, ansonsten aber auch in bester Besetzung. Osnabrück von Beginn an mit viel Druck, Klaus-Dieter Wollitz. Und da wollte er es zu genau machen, der Ball klar vor der Linie, keine Proteste seitens des VfL. Remscheids Coach Detlef Pfirsich machte deutlich, was er von seiner Elf zeitweise hielt. Nach 30 Minuten die Gäste zum ersten Mal überhaupt in Nähe des gegnerischen Tores. André Grönings Flanke, Ingmar Putz in der Mitte, allein auf weiter Flur. Das 0:1, alles andere als verdient bis dahin. Aber wer fragt schon danach? Nach der kalten Dusche Osnabrück deutlich angeschlagen, trotzdem mit Chancen. Flanke Wollitz und um Haaresbreite verfehlt Fred Klaus. Die Gäste mit 4 Spielen ohne Niederlage und natürlich dem 1:0 im Rücken immer frecher. Carsten Pröpper in die Gasse auf Peter Gemein, der fackelt nicht lang und urplötzlich stand es 2:0 für den Aufsteiger. Freude beim mitgereisten Anhang natürlich. 2 Chancen, 2 Tore, was will man auch mehr? Bei diesem Stand blieb es zur Pause, volle Offensive, unabdingbares Motto der Osnabrücker für die zweite Hälfte. De Kaiser und Bulanov, 2 Abwehrspieler draußen, für sie jetzt die Stürmer Balzis und Maul im Spiel. Ralf Vogt, der einmal mehr eine klare Chance vergibt. Osnabrück bedingungslos offensiv, naturgemäß noch mehr Platz für die Gäste und die nutzen ihren Raum geschickt. Carsten Pröpper wird klargelegt von Ralf Vogt, der dafür vom guten Schiri Gläser auch noch gelb sah. 53. Minute, noch einmal die unfaire Attacke von Vogt. Tja, und entgegen aller Fußballweisheit trat der Gefaulte selbst an. Sicherer geht's nicht. 3:0 für Remscheid. Osnabrücks Träume wohl endgültig zerplatzt. Die ersten Zuschauer zog's in die warme Stube und sie versäumten nicht mehr viel. Der VfL nicht mehr wiederzuerkennen gegenüber den Anfangsminuten. Eine glasklare Chance noch. Balzis völlig freistehend in die Wolken. Der endgültige Schlusspunkt dann eine Viertelstunde vor Schluss. Der eingewechselte Kalea spaziert hier durch die VfL-Deckung. Gröning übernimmt, Maßflanke auf Gemein und der wie im Training zum 4:0 Endstand. Ein Ergebnis, mit dem wohl keiner gerechnet hatte. Bitter für Osnabrück, der Zwischensport mit 11:1 Punkten zuletzt umsonst. Wieder mal geht's also gegen den Abstieg. Schade, auch für Remscheid, fast hätte es noch geklappt mit der Aufstiegsrunde am Ende. Der undankbare 7. Platz für den Aufsteiger. Zurück nach Köln. Also ein spannendes Vorrundenfinale in der zweiten Bundesliga. Die große Eigen